Hey und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es mal ein paar Einblicke in unseren Ostseetrip. Genauer gesagt waren wir in Kolberg in Polen. Und auch wenn es die meiste Zeit echt verregnet war, haben wir das Beste draus gemacht. Und ich habe dann die letzten beiden Tage vom Urlaub ein bisschen mitgefilmt. Wir sind jetzt startklar und machen heute einen kleinen Tagesausflug nach Köslin ins Einkaufscenter. Das Wetter ist heute nämlich nicht so gut und deswegen ist das eigentlich so die perfekte Aktivität für den Tag heute. So, mal gucken, ob es noch geht. Ich muss den aber noch kurz anschneiden, gell? Was ich gerade noch sagen wollte, wir wissen nicht so ganz, ob Hunde erlaubt sind in dem Center. Also ich habe dazu online nichts gefunden, aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Wir sind jetzt angekommen, das heißt Forum Kosalin. Ich glaube, man sieht es ganz gut. Jetzt werde ich Check fertig machen und dann gehen wir da mal rein. So, kurze Essenspause, ich weiß nicht, ob man mich versteht, aber ich probiere jetzt zum ersten Mal den Plant-Based Whopper von Burger King und Chevy ist da hinten. Ist relativ lieb heute, also macht er echt gut. Wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg, es war auf jeden Fall echt ganz schön dort. Kann ich euch empfehlen, wenn ihr hier in der Nähe irgendwie Urlaub macht, da mal vorbeizuschauen. Gerade bei so einem Wetter wie heute ist es eigentlich echt eine gute Idee, um sich so ein bisschen die Zeit zu vertreiben mit Hund und sowas, da auch echt ganz gut. Ich bin dort übrigens auch fündig geworden, und zwar bei Stradivarius. Da habe ich so einen Blazer hier mitgenommen. Ich möchte euch den mal zeigen, den habe ich auch schon bei Zalando gesehen. Ich glaube, dass der sogar neu ist. Ja, ist ein relativ dünnes Material, aber ich glaube, für den Herbst ist es echt ganz cool. Unser Apartment ist übrigens hier in Kolberg, vielleicht kennt es ja jemand, in Polen. Wir sind relativ nah am Meer, es sind vielleicht 100 Meter oder so zu Fuß und dann ist hier direkt quasi die Ostsee vor der Haustür. Und ja, ist aber schon unser vorletzter Tag hier, also ich habe jetzt die ersten zwei Tage nicht mitgefilmt. Es war jetzt auch nicht wirklich was ich jetzt mitfilmen hätte können. Wir sind am Wochenende dann auch noch in Österreich, also wir fahren dann von hier direkt nach Österreich weiter. Und da werde ich euch ein bisschen mehr in unserem Urlaub mitnehmen. Da genießt es auf jeden Fall, dass wir hier so einen Balkon haben. Und die Aussicht ist auch einfach so schön. Also generell die ganze Hotelanlage, das muss ich euch nochmal von außen ein bisschen zeigen. Also hier sind überall so kleine Apartments und ich glaube die ersten 5 Stockwerke sind alle Hotelanlage. Und die 6, also wo auch wir sind hier, die Reihe, ist alles privat vermietet. Und da hinten ist auch die Ostsee. Das finde ich richtig schön, also da kann man immer schön aufs Meer schauen. Ich werde jetzt mit Jackie noch mal kurz rausgehen, damit er noch mal sein Geschäft erledigen kann, bevor es gleich richtig anfängt zu regnen. Wir fahren wieder zurück ins Apartment. Jack hat natürlich erstmal die Leute wieder angeknurrt, die ja gerade aus dem Fahrstuhl rauskamen. Ist auch so eine Sache, die mir nicht ganz so gut bei ihm gefällt hier im Urlaub. Nein. Bleib. Okay, komm rein. Angerichtet. Für die Männer gibt es Nudeln und Tomatensauce und ich habe hier das Pesto mitgenommen. Genau. Im Hintergrund läuft übrigens Fast and Furious, der 4. Teil. Ja, schauen wir gerade alle nacheinander durch. Ich bin gerade auf dem Balkon und wollte eigentlich nur die Tür hier zumachen. Da habe ich gesehen, dass Jack sein Spielzeug einfach hier liegen lassen hat. Ist natürlich jetzt ein bisschen nass geworden. Aber gut, das bringen wir gleich mal wieder rein. Gell? Bist du schuldig? Bitte schön. Nimm's. Bring's rein. Okay. Komm, rein. Wir haben mittlerweile einen neuen Tag. Also heute ist Donnerstag.
Wir machen uns jetzt ein bisschen auf den Weg in die Stadt. Also mein Bruder und mein Vater sind schon vorgelaufen. Ich komme jetzt nach. Jaggi bleibt aber hier. Der war gestern schon den ganzen Tag mit dem Einkaufszentrum und deswegen denke ich, ist es okay, wenn er heute mal hier in der Wohnung bleibt. Jetzt ist das Licht ein bisschen verrückt. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt loslaufen, damit ich hier nicht zu spät komme und die nicht so lange auf mich warten müssen. Und dann nehme ich euch heute noch mal ein bisschen mit und morgen geht's wieder nach Hause. Wir sind jetzt wieder zurück im Apartment und waren gerade noch ein bisschen in Kohlberg unterwegs, waren in diesem Wachsfigurenmuseum. Der Eintritt da ist relativ günstig, deswegen haben wir uns einfach mal angeschaut. War ganz gut, ist aber auch nichts, was man unbedingt sehen muss. Und ansonsten ist die Stadt halt wirklich sehr überfüllt hier, auch die ganze Strandpromenade. Und der Strand an sich auch, also muss man wirklich gucken, dass man da Wege findet, die vielleicht nicht so voll sind, sonst läuft ja da ständig jemand den Weg rum. Wir werden auf jeden Fall trotzdem gleich nochmal an den Strand gehen und den letzten Tag nochmal ein bisschen genießen, den wir jetzt hier noch am Meer haben. Also hier bei uns bei der Hotelanlage, die Strandbereiche sind nicht ganz so überfüllt und man kann da, wenn man ein bisschen weiter wegläuft, auch einen Hund mitnehmen. Deswegen ist das für Jack ganz gut, dann nehmen wir den nachher noch ein bisschen mit, dann kann er sich auch nochmal ein bisschen austoben. Quasi so als deiner Abschluss zu dem Urlaub. Jetzt kommt die Tür richtig zu ist. So, jetzt. Ja, in so ein kleines Bistro hier um die Ecke. Also ist vielleicht ein Kilometer zu laufen. Genau. Das wird jetzt unser Spot fürs Abendessen. Ich bin sehr gespannt, ob das was Gutes ist und ob ich da auch vegan essen kann. Heißt Grin Bistro. Das ist übrigens unsere Hotelanlage von außen und da ganz oben ist ja unser Apartment. Das sieht, finde ich, richtig schön aus. Hier unten gibt es auch noch einen Poolbereich. Da waren wir aber nicht, weil es kostet extra Gebühren. Und da vorne ist der Eingang. Check seine Decke von Seatoff hatten wir dieses Mal auch wieder mit dabei. Entweder wir nehmen halt seine Box mit oder die Decke, aber dadurch, dass die Box im Auto immer relativ viel Platz verbraucht, finde ich es mit der Decke wesentlich praktischer. Just for you to leave. I was so sad just